Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Weiter geht's mit Outlast Whistleblower. Wir waren hier stehen geblieben, beziehungsweise nicht hier. Ich bin darüber gesprungen. Den Text, den der jetzt sagt, den kennen wir schon. Wir sind darüber gesprungen, sind wieder zurückgesprungen und haben den Part beendet. Und hier werden wir jetzt einfach weitermachen. Okay. Los geht's einfach. Ich habe gerade schon mal aufgenommen, aber da ist mein Mikro plötzlich ausgegangen und dann war die Aufnahme im Arsch auch. Dann hat die Aufnahme auch nicht mehr aufgenommen. Was ziemlich scheiße ist. Und deswegen weiß ich schon, was da passiert. Ja, deswegen weiß ich schon, was da passiert. Sorry. Einmal diesen Ton. Ich sollte mal alles im Hintergrund. Ihr könnt mich bitte kreuzweise am Arsch lecken. Nicht ihr, sondern... Ihr hört jetzt einmal kurz was vibrieren und alles. Ich habe mal alle Töne ausgemacht, sodass ihr nichts mitbekommen müsst. Ja, okay. Dann geht's jetzt weiter. Wo ist der jetzt? Ich glaube, der ist irgendwo in der Nähe. Gerade ein bisschen Gänsehaut. Aber das ist gut. Das ist gut bei diesem Spiel. Ich weiß ungefähr, wo der ist. Okay. Jetzt gucke ich da einfach und weiß, wann wo der kommt. Dann weiß ich das. Und er kommt gerade. Ich weiß nicht. Ich laufe einfach an ihm vorbei, sozusagen. Er kommt. Irgendwo da ist er jetzt. Kommt er jetzt von da? Er ist doch hier, oder? Oder kommt er gar nicht erst? An mir vorbei oder wo ist der gerade? Ich höre ihn. Er sagt die ganze Zeit irgendwas an und so. Ihr hört ja den Kerl, den wir spielen. Ich hab echt den Namen vergessen. Der fällt mir auch gar nicht mal ein. Alter, ich dachte gerade ein bisschen, weil ich möchte unbedingt. Ich habe schon ein paar Male bei ihm verkackt. Bei diesem Gegner sozusagen. Komm, kannst du mal deine Ghetto-Säge mal anmachen? Damit ich weiß, wo du bist. Okay, hat er anscheinend keinen Bock, du. Der ist noch weg, oder? Ich bleib trotzdem, bis er an mir bei ist. Dann bin ich mir 100% sicher, dass er noch lange da hinten bleibt. Ich hab nämlich keinen Bock, an mir hinterher rennen. Das ist so ein Drama dann. In der Zeit wäre ich jetzt eigentlich schon weggegangen. Aber es
besteht die Gefahr, das Risiko, dass er in dieser Zeit, wo ich jetzt rübergehe, dass er kommt. Und deswegen bleibe ich lieber hier drunter. Also bei der Aufnahme verstehe ich mich selber dann gar nicht, aber ist halt so, dass ich hier drunter warten möchte. Bei der Aufnahme denke ich, wieso bin ich nicht einfach da lang gelaufen? Aber jetzt weiß ich ja in der Aufnahme gar nicht, wann er kommt oder wo er steht oder ob er überhaupt zu mir kommt. Das weiß ich ja gar nicht. Er soll mal noch einmal seine Ghetto-Säge anmachen und wenn die weit weg ist, dann laufe ich weiter. Vor allem meine Boxen, die sind ein bisschen laut aufgedreht. Vor allem der Bass. Ja, der Bass ist komplett aufgedreht. Unser Körper sieht man. Fuck you. Das ist so Mist, ne? Der kommt nicht mal. Ich glaube, er ist verreckt. Also wäre es egal, dass er verreckt ist, aber naja. Mir wäre es echt egal, ob der verreckt ist. Ich traue mich trotzdem nicht nach da hinten irgendwie. Oder das Spiel hat einen Bug und ist komplett weg. Das wäre natürlich gut für mich. Wenn ich hier jetzt umgebracht werde, muss ich wieder von da anfangen, wo wir gerade gestartet haben. Und deswegen bin ich gerade so ein bisschen Pussy sozusagen. Ich will nicht alles von vorne machen wieder. Ja, klar, ist nur ein kleiner Weg, aber. Die ganze Warterei und so, das macht den Part nur lang und so. Deswegen. Ich habe ihn irgendwo in der Nähe laufen gehört. Also, wir waren das nicht. Bei uns hört man nur einmal ein bisschen die Fußschritte, aber das war richtig so, als. Ja, eine Unterhose, die da rumklatscht oder so. Ja, was weiß ich, was laber ich hier schon wieder? Ich laber viel Scheiße, wenn ich ein bisschen Angst habe. Mich würde es freuen, wenn der mal gehen könnte irgendwo. Ich glaube, der kommt gar nicht mehr. So Angst. Hä, wo ist der? Der ist nicht mal irgendwo. Ja gut, wenn ich da hinten hingehe, besteht die Gefahr, dass er aus der Ecke gesprungen kommt, aber irgendwie sieht der Gang so leer aus. Und außerdem höre ich keine Kreissäge mehr. Also kein Flex höre ich mehr. Das steht doch da hinten. Seht ihr das Weiße da hinten, wo ich jetzt mit einem Punkt drauf zeige? Das steht da nicht? Ach, leck mich, wofür habe ich die Kamera eigentlich? Ich zoome mal ran. Ne, das sind Körperteile, die da sind, ne? Sobald ich den sehe, gehe ich sofort runter. Weil der kann nur von da kommen. Von hinten oder so kann der nicht kommen. Der ist da den Gang lang gegangen. Und mehr als den Gang da lang zu gehen, kann der nicht machen.
Und scheiß Leute, ich glaube, der kommt gar nicht mehr. Soll ich? Ich weiß nicht, soll ich da jetzt einfach langlaufen? Mehr als sterben kann man bei dem Spiel nicht. Alter, kann der mal aufhören zu wackeln? Was ist das denn für eine Scheiße, Alter? Der soll mal. Ich schwöre, ich habe gerade ein bisschen Angst, dahin zu gehen. Aber was sein muss, muss sein. Anders kommen wir bei dem Spiel nicht voran. Seine. Ich habe seine haarigen, ekligen Beine gerade gesehen. Sorry Leute, die kurze Unterbrechung. Ich habe, ich weiß, ob es überhaupt eine Unterbrechung war. Ich habe eben was geguckt. Ich habe nämlich eben was geguckt und jetzt geht's auf. Ich habe zwei Tasten gedrückt, die ich nicht drücken sollte. Klar, ich darf die Tasten drücken. Ist da nicht mehr. Ja gut, ne? Wenn kommt, dann renne ich weg, aber. Kein Bock auf. Ja gut, ich bin zumindest einen Ticken weiter. Ich glaube, der hat sich wirklich einfach verpisst, oder? Ich schwöre auf, der hat sich einfach nur verpisst. Was mache ich denn hier für ein Drama dann? Ich schwöre, ich höre keinen Flex mehr, gar nichts. Oder 100% der ist weg. Fuck you! Erschreck mich doch nicht so. Geh mal weg, geh mal weg. Bitte, bitte, bitte. Bitte, nein. Nein, nein, nee, bitte. Bitte, nein. Nein, 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 nein. Ich hab ne Idee. Du tust mir nix, ich tu nix. Und du kannst dich bitte frissen. Und wenn der Wallrider, der Wallrunner oder Wallrider wieder heißt, jetzt kommt, ne, dann ist komplett vorbei für mich. Also. Oh ne, ich muss schon wieder da, wo der Typ ist, lang. Fuck, hab ich mich jetzt erschrocken. Ich kann. Achso.
habe irgendwelche Nachrichten auf dem Handy, aber das juckt mich jetzt gerade nicht. Wer ist da? Ist das derjenige, der uns gerade verfolgt hat? Ich glaube ja. Nicht wundern, ihr hört vielleicht im Hintergrund jemanden weinen. Das ist meine kleine Schwester, die ist gerade wach geworden. Mein Vater kümmert sich aber jetzt schon darum. Also ich kann mich sozusagen. Das ist ja cool, dass ich jetzt auch so Spinde habe, wo ich reingehen kann. Ja, Hamm, das sieht ja lecker aus. Hallo? Kacke. Ich hab den schon gehört, deswegen bin ich direkt losgerannt. Nein, kein Abwasserkanal. Abwasserkanäle mag ich im Spiel. Ist das überhaupt ein Abwasserkanal? Ich glaube nicht. Und da drin sieht man gar nichts. Das war schon wieder mal klar. Vor allem. Ach, fuck you. Ist hier eine Batterie nur? Ich bräuchte mal bitte wieder Batterien. Ich habe nur noch zwei. Eine, wenn ich jetzt nachlade. Nein. Okay. Ich kann da was drücken. Anscheinend passiert da nichts. Muss ich da eine Kombination machen? Ach, hier war noch ein Bett draußen. Und dann fahren sich die Betten rein? Holy shit, Alter. Fick dich ins Knie. Das kann über mein. Geh weg. Scheiß Kannibale. You stay there. Ja, geh bitte. And cook. Bitte, Alter. Und? Was ist denn? Okay, geschafft. Wir haben ziemlich viel Schaden dadurch bekommen. Und alles sieht so verschwommen jetzt aus. Ich würde sagen, ich lasse mal in einen Raum, wo Licht ist. Hört sich gut an. Und nackt. Also, wenn sie lesen möchte, kann sie nicht lesen. Ich habe keinen Bock auf die Lichtscheiße selber. Ich kriege gerade ein bisschen Herzinfarkt. Pur, wenn ich das spiele. Ich hatte gerade mich voll erschrocken, ich kann gerade nicht lesen. Lest selber. Pausiert. Pausiert hier auch, okay. Ihr braucht dann nicht pausieren, ich lasse mich beiseite. Okay, wer es jetzt nicht gelesen hat, zurück und pausieren. Ich hab absolut kein Problem drauf, ja. Kranke Fickscheiße.
sind so kranke Spiele, ne? Kann ich da hinten etwas machen? Ich kreuzweise am Arsch und dann alles gut. Ich gehe jetzt. Ich laufe die ganze Zeit nicht entgegen. Ich laufe jetzt da einfach hoch. Oh mein Gott. Oh Gott. Kommt denn der her? Achso. Ach, wieder Schaden bekommen, ja, okay. Ich habe erst nach einer Zeit jetzt geschafft, dass ich da hoch kann. Ich habe mich so gefragt, da ist doch ein Loch. Wieso gehe ich da nicht hoch? Kann ich hier hoch? Ja, kann ich. Kann ich hier hoch? Kann ich. Was ist da hin? Ja, ich dachte schon, der fällt jetzt runter. Das gibt übelst Schaden, wenn ich. Wenn der jetzt hier runterfällt. Okay, nee, das wäre schon mal nichts für mich. So die Seite entlang. So was kann ich ja gar nicht. Ich werde direkt darunter platzen. Das ist ja wahr. Okay, Leute, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Und hier beende ich den Part. Und sage dann ciao und Grüße gehen raus an N. Ne, unterstrich Sa in gesetzt. Nein. Nils Anail. Grüße an dich auf jeden Fall. Und dann sage ich bis zum nächsten Video. Und. Oh. Bis zum Moment. Ursula. Tschüss. Bis zum nächsten Part.